Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Infokanal zur häuslichen Gewalt. Ich spreche zu euch als selber Betroffene. Ich habe jahrelang selber Gewalt erlebt, häusliche Gewalt erlebt, und zwar Partnergewalt. Und mir ist das Anliegen, dass ich hier etwas mehr Licht auf so ein Tabuthema bringe, wie eben die häusliche Gewalt und all ihre Muster, ihre Zyklen, wie man überhaupt in sowas hineingeraten kann und so weiter. Mit diesem Video möchte ich zunächst mal wenigstens versuchen, eine Antwort zu geben auf die Frage, was ist eigentlich häusliche Gewalt? Zunächst einmal ist häusliche Gewalt Gewalt, die im nahen Umfeld passiert. Das heißt, es ist in engen Langzeitbeziehungen, sprich Familien, also zu Hause. Und zu Hause ist eigentlich der Ort, an dem wir uns sicher fühlen möchten, an dem wir keine Gewalt erwarten möchten. Und dennoch passiert gerade zu Hause eigentlich ein großer Teil der Gewalt an sich, hinter den verschlossenen Türen, den eigenen vier Wänden, hinter dem Deckmantel der Verschwiegenheit. Da passiert menschenverachtende Gewalt. Und es ist niemals eine Privatsache, auch wenn einem das die Täter gern einreden möchten. Das bleibt hier bei uns im Haus, das verlässt den Raum nicht, das geht da draußen niemand an. Genau das ist das Problem, warum man so wenig auch über häusliche Gewalt weiß. Es ist ein Tabu. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass man sagt ja auch, was nicht sein darf, ist nicht. Also man will es einfach auch nicht wahrhaben, dass derart viel Gewalt passiert, dass es viele Betroffene gibt. Die meisten reden nie darüber, aus Scham oder weil sie selber Schuldgefühle haben. Dabei ist das Schweigen genau der verkehrte Weg. Das Schweigen brechen ist der richtige Weg, nach außen zu gehen, darüber zu reden und sich auch zu positionieren. Egal, ob man selber betroffen ist oder ob man jemanden kennt, der betroffen ist, oder einfach grundsätzlich, wenn man weiß, das ist ein Täter, mag ich mich mit dem gesellen, mag ich mich mit dem zusammensetzen und einfach mal ein Bierchen trinken? Wenn ich diesen Hintergrund weiß, es fängt so im Kleinen an, diese Positionierung. Oder sage ich nichts dazu, ich verhalte mich neutral. Aber Neutralität im Falle von Gewalt, und wir sprechen hier von Gewalt, ob das häusliche Gewalt ist oder irgendeine andere Gewalt, Gewalt bleibt Gewalt. Dieses häusliche beschreibt im Grunde nur, wo diese spezielle Gewalt stattfindet. Aber sie ist nicht weniger schlimm. Schweigen hilft dem Peiniger, niemals dem Gepeinigten. Das hat Elie Wiesel mal so gesagt. Und das ist einfach wahr. Ein Täter fühlt sich bestätigt, indem man schweigt. Ein Opfer fühlt sich schuldig, indem man schweigt. Es ist also nicht möglich, gar nie Position zu beziehen. Häusliche Gewalt gehört nicht nur in Partnergewalt in den Begriff rein, sondern zur häuslichen Gewalt gehört auch die Gewalt gegen Kinder. Zum Beispiel Missbrauch, sexueller Missbrauch, aber auch die Gewalt, die körperliche Gewalt in Form von Schlägen. Genauso wie die psychische Gewalt in Form von Beschimpfungen, Bedrohungen, Angst einjagen. Wenn sich einfach ein Kind zu Hause überhaupt nicht sicher fühlt, im Gegenteil, wenn das zu Hause mit Angst verbunden wird, mit Anspannung, mit schlimmen Erfahrungen und nicht als Ort der Sicherheit. Häusliche Gewalt zieht aber meiner Meinung nach noch viel weitere Kreise, denn auch wenn eine Familie nicht mehr beieinander ist, also nach einer Trennung,
wenn Familien aufgelöst sind, auch da findet trotzdem noch Gewalt oft statt, psychische Gewalt vor allem, durch Entfremdung der Kinder zum Beispiel. Wenn ein Elternteil dem anderen, um Druck auszuüben oder Macht auszuüben oder um den anderen, um sich am anderen zu rächen, wenn der eine Elternteil dem anderen deswegen den Kontakt zu den Kindern nicht ermöglicht, erschwert oder gar verbietet oder verbieten lässt durch gerichtliche Beschlüsse, Kontaktabbrüche, Entfremdung der Kinder vom anderen Elternteil. Auch das ist Gewalt, die vor allem die Kinder betrifft, die am meisten darunter leiden. Sie werden dann als Druckmittel benutzt in einer Beziehung oder nach einer Beziehung, nur um den Ex-Partner eins auszuwischen. Die Leidenden sind leider oft die Kinder. Die Gewalt ist sowohl in der häuslichen Gewalt die psychische Gewalt, denn die Wunden am Körper sind nicht die, die lange bleiben. Das sind nicht die, die nie verheilen. Die gehen wieder weg. Die vergisst man sogar. Die schlimmsten Wunden sind die Wunden der Seele und im Herzen. Die Enttäuschung und der Schmerz über einen Menschen, bei dem man sich fragt, wie konnte mir dieser Mensch so etwas antun? Dann gibt es natürlich die körperliche Gewalt, die Schläge, die berühmten Prügel. Das ist auch das, was die meisten wohl damit assoziieren, wenn sie hören häusliche Gewalt. Aha, Mann schlägt Frau. Ist wohl eine sehr häufige Form auf jeden Fall, aber es gibt das auch andersrum. Es gibt auch Partnergewalt zum Beispiel von Frauen ausgeübt gegen Männer und auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen findet sich häusliche Gewalt. Darum spreche ich von Partnergewalt. Die körperliche Gewalt betrifft natürlich auch leider Gottes oft die Kinder und insbesondere sexualisierte Gewalt. Davon sind ja oft Kinder betroffen. Und auch da ist es nicht gesagt, dass es jetzt unbedingt direkt im Elternhaus passiert, sondern es kann auch sein, ein Kind wird misshandelt oder missbraucht im familiären Umfeld. Ich denke, das habt ihr auch schon oft gehört, dass dann der Onkel der Täter war oder auch ein guter Freund der Familie oder die Babysitterin. Wichtig ist, dass es im nahen Umfeld ist und dass es eine Vertrauensperson eigentlich sein sollte. Diese Menschen, die die Gewalt ausüben, schaffen sich mit der Zeit schleichend durch immer mehr Grenzüberschreitungen einen sicheren Raum, in dem sie ihre Gewalt ausüben können. Sie beeinflussen ihre Opfer durch manipulative Strategien, verbale Gewalt. Sie kontrollieren die Opfer, sie isolieren die Opfer immer mehr. Sie fordern sie auf zur Verschwiegenheit und sie weisen den Opfern die Schuld zu. Es gibt ja viele Fälle, auch gerade bei Kindesmissbrauch, bei denen sich die Kinder sehr lange schuldig fühlen und meinen, sie müssten sich schämen für das, was ihnen angetan wird. Ähnlich ist es auch bei der häuslichen Gewalt, bei der Partnergewalt, weil dann oft der Täter auch dem Opfer einredet, dass das Opfer schuld ist. Es kommen dann solche Sprüche wie, ja, wenn du dich nicht so blöd anstellen würdest, dann müsste ich ja nicht zuschlagen, aber du hörst mir anscheinend nicht zu. Oder ich habe zum Beispiel zu hören bekommen, ja, ein Esel, der nicht zuhört und stur seinen Quatsch weitermacht, den schlägt man auch mit dem Stock. Also klar muss ich bei dir auch mal zuschlagen, du lässt mir keine andere Wahl, ich versuch's dir ja so oft beizubringen, dass du von links nach rechts Staub putzen solltest und nicht von links nach rechts, von rechts nach links, dass du dieses falsch machst und jenes falsch machst, was ich gestern aber eigentlich noch richtig gemacht hatte. Aber von heute auf morgen werden dann neue Gesetze
rausgebracht vom Täter. Plötzlich gilt das von gestern nicht mehr heute. Das ist so eine klassische Manipulationsargumentation. Ich möchte aber auf diese einzelnen Punkte, zum Beispiel, was heißt Kontrolle über häusliche Gewalt? Wie drückt sich das aus? Manipulation, was ist das eigentlich? Gaslighting, Ghosting und so weiter. Es gibt viele Begriffe in der Psychologie, die im Zusammenhang mit der häuslichen Gewalt ihren Platz finden und die immer wieder auftauchen. Und man kann sich gar nicht so richtig vorstellen, was das eigentlich heißen soll. Und das möchte ich euch dann in weiteren Videos einzeln erklären. Heute geht es mir vor allem darum, ein bisschen zu erklären, was zur häuslichen Gewalt alles gehört. Und vor allem geht es mir darum, zu verstehen, dass es nicht nur körperliche Gewalt ist, sondern dass diese psychische Gewalt, die verbale Gewalt, die Unterdrückung, Isolierung, die Kleinmacherei, das immer mehr niedergeredete Selbstwertgefühl, das bei Opfern immer mehr schwindet, dass das die typischen Dinge bei häuslicher Gewalt sind. Und dass man sich auch dann, wenn man nur psychisch Gewalt erlebt, sich dann trotzdem an Hilfestellen wenden sollte. An Beratungsstellen, zum Beispiel Frauen und Kinder in Not e.V. oder an den Weißen Ring, um sich mal darüber auszutauschen oder einfach mal zu sagen, das passiert mir gerade. Die Beweislage bei psychischer Gewalt ist sehr schwierig. Aber oftmals geht es darum, dass Opfer auch begreifen, dass sie überhaupt in einer Gewaltbeziehung sind. Oder dass es überhaupt eine Gewalt ist, die da ausgeübt wird ihnen gegenüber. Und nicht etwas Normales, was in allen Familien vorkommt. Wobei, leider kommen häusliche Gewaltfälle tatsächlich in allen möglichen Familien vor. Die Gewalt hat viele Gesichter und die Gewalt kann jeden, einfach jeden treffen. Die Täter sind oftmals unscheinbare, anscheinend freundliche, vielleicht sogar sozial engagierte Mitglieder unserer Gesellschaft. Ich kenne zum Beispiel eine Frau, deren Ex-Mann inzwischen Polizist ist und Täter. Oder ein Chefarzt. Oder ein Lehrer. Ein Sozialarbeiter. Und ich weiß auch von einem Fall, bei dem es um Kindesmissbrauch ging, wo der Täter Psychologe ist. Also es stimmt nicht, dieses Bild, es passiert nur in sogenannten asozialen Familien oder der typische sturzbetrunkene Alkoholiker, der sich von Anfang an als gewalttätig zeigt und sowieso schon hier und da Schlägereien veranstaltet hat. Nein, das ist nicht der klassische Täter, sondern es ist der, der diese Lügenfassade nach außen hin, der heilen Familie oder seinen guten Leumund, seinen guten Ruf nach außen hin bestens präsentiert. Und hinter dieser Fassade schlimmste Gewalt gegenüber den Menschen verübt, von denen er sagt, dass er es lieben würde. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was erklären können zu der häuslichen Gewalt an sich mit der Frage, was ist das eigentlich? Und ich freue mich, wenn ihr mal wieder bei mir reinschaut und euch andere Videos anschaut zu den einzelnen Teilgebieten der häuslichen Gewalt. Und natürlich freue ich mich über Likes und wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet. Und für heute wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Eure Dagmar.